Hallo liebe Dartsportfreunde, die Ben Robb alias Big Rick Spielerdarts sind krasse Torpedos von 180, kosten so um die 70 Euro, definitiv ein Hingucker und erstaunlicherweise finde ich besser zu spielen, als ich gedacht habe. Wirklich grippy Torpedos, vor allen Dingen für alle, die gerne druckvoll spielen, weil die natürlich durch ihre Form hier hinten einen sehr schönen Pushpoint haben, aber ebenso für alle, die vorne greifen, ich sag mal, genauso gut auch Pullpoints, wie es so schön heißt. Wie das Ganze funktioniert, Eckdaten und Varianten, natürlich jetzt gleich in diesem Video. Kurzes Intro und ab geht die Luzi. Eckdaten zu den Ben Robb Version 2 alias Big Rick. Krasse Torpedoform, 90% Tangstengehalt, Kosten rund 70 Euro. Gibt es natürlich in Softtip in zwei Varianten, 18 und 20 Gramm und in Steeltip die ungeraden Nummern, also 21 Gramm, 23 und 25 Gramm. Letzteres ist genau das Ding, was Big Rick selber auch spielt. Die Barrellänge beträgt bei den ersten beiden Varianten 21, 23 Gramm 48,5 mm. Haut auch hin, ich habe die 23 Gramm Variante und da stimmt es exakt. In 25 Gramm sind sie sogar noch ein bisschen länger, da kommen sie dann auf 52 mm. Der Durchmesser bei 21 Gramm sind 7,6, dickste Stelle, bei der 23 Gramm Variante sind es 8 im Durchmesser. Genauso aber auch bei der 25 Gramm Variante. Da die ein längeres Barrel hat, würde ich jetzt mal vermuten, bei der gleichen Dicke ist die dann entsprechend hinten auf oder hohl gebohrt, damit es dann auch vom Schwerpunkt wieder entsprechend passt. Und wo ich gerade schon vom Schwerpunkt spreche, der liegt bei Barrel Only erstaunlich mittig. Da sind es nämlich genau 24 mm, wenn ich das jetzt hier so drauflege, nach vorne und nach hinten dann 24 oder eigentlich müssten es ja 24,5 sein. Aber das ist jetzt auch von Hand einfach draufgelegt. Also wirklich sehr mittige Balance und das bei so einer krassen Torpedoform. Die Schwerpunktlage verändert sich ein kleines bisschen, wenn du das originale Setup mit den langen Weißschäften und den Standardflights draufschraubst, dann sind es nach vorne vom Schwerpunkt aus 28 mm bis zur Barrel Nose und nach hinten sind es dann 21 mm. Dieses Setup hat für mich jetzt aber nicht so gut funktioniert beim Spielen, darum bin ich auf kurze Schäfte mit Standardflights gegangen und da sieht es dann folgendermaßen aus. Da habe ich dann nach vorn 26 mm und nach hinten 22. Vom Gewicht her habe ich hier die 23 Gramm Variante. Wenn ich die auf die Waage stelle, dann sind die auch wirklich präzise gefertigt und liegen ganz, ganz eng beieinander. Denn Barrel Nummer 1 hat bei mir 23,14 Gramm. Barrel Nummer 2 ebenso 23,14 Gramm und das dritte sind 23,16, also 0,002 Gramm Unterschied ist wirklich top. So, was bleibt noch offen? Und zwar die Grip-Zonen und die Grip-Level. Grob würde ich die Darts so einteilen, dass die vorne halt eine glatte Tapered Nose haben mit einer ganz leichten Kante. Die Points schauen 27,5 mm raus, die glatte Barrel Nose sind 6 mm. Dahinter kommt dann die erste vordere Grip-Zone mit einem tiefen Ringgrip von 8 mm. Das ist auch recht griffig. Da würde ich sagen, das ist so Grip-Level 3. Dadurch, dass sie sich nach vorne verschlanken, sieht es zwar krass aus, aber fühlt sich nicht ganz so krass an. Dahinter kommt dann ja der mittlere Griffbereich vor dem Unterbrecher. Das sind insgesamt 16,5 mm in der Länge. Der hat schon ordentliches Grip-Level, das ist echt interessant gestaltet, auch mit diesen Querfräsungen und immer so ein, ja, eigentlich pyramidaler Ringgrip, die aufeinander aufbauen und dann nochmal einen Unterbrecher mit drin haben. Das ist Grip-Level 4, auf jeden Fall schön griffig, da hast du wirklich was zum Anpacken. Danach kommt der glatte Unterbrecher, das ist ganz klar, Grip-Level da 0, das ist Slippy, aber dafür schön gestaltet. Zum einen steht 180 auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich noch der Spitzname unseres Spielers, Big Rick. Und nach dem Unterbrecher verschlankt sich das Barrel, Torpedo-like, und da ist dann nochmal ordentlich Grip drauf. Das macht so einen guten Zentimeter aus, also 10 mm, und das ist ganz klar Grip-Level 5 von 5, also wirklich maximal griffig. Na dann, vielleicht nochmal ein paar schöne Öffner. Moin. Auf die Kiste hier. Oh.
Ui. Na, die gehen aber ab hier. Okay, Höhe wird besser, jetzt nur noch die Richtung. Ich greife ein wenig vor dem Unterbrecher und es passt auch, dass genau da, wo der Schwerpunkt liegt, finde ich von der Dicke aber auch ganz angenehm, kann ich hier wirklich gut greifen. Krass, in die Hand genommen, einfach geworfen und es passt. Ja, aber sowas von, ja bitte! What the fuck? Sorry, nicht fluchen, aber na so macht das ja Spaß. Was ist denn hier los? Genau, also wenn ich da weiter hinten oder so greife, kriege ich das mit dem Release nicht so gut hin. Dann trudeln sie mir. Ich muss hier vorne greifen. Da, da und dann diesen Finger und die beiden muss ich weglassen. Dann wird das bei mir was. Okay, sorry, habe heute, glaube ich, irgendwie meinen Quatschtag. Ich weiß nicht, ob es schon wieder Richtung Vollmond geht oder was, aber mal kurz Klappe halten, konzentrieren und dann nochmal was Schönes hier hin ballern. Warum nehme ich dann auch immer wieder die Red Dragon Nitro Tech? Das sind Robin Hood Magnete. Na gut, so. Durchziehen. Come on. Na, die sind doch gut beisammen. Zwei im Triple, aber einer eine Eins. Aber gut, die Höhe passt auch, nehme ich, sind auf jeden Fall schöne Darts, macht Spaß. Alter Schwede, Leute, haltet eure Kohle zusammen. Also derzeit gibt es wirklich viele gute Darts auf dem Markt und die Launches von Winbow, Mission, Unicorn und dann noch Red Dragon kommen ja jetzt noch im Oktober und November. Aber nochmal zu diesen Ben Robb alias Big Rick Spielerdarts. Ich hätte nicht gedacht, dass die mir so gut gefallen. Jetzt gar nicht mal auf die Optik bezogen, weil klar ist die auffällig, wirklich krasse Torpedos, auch mit einem krassen Grip, sondern dass ich die auch auf Anhieb ganz gut spielen kann. Die treffen wirklich exakt ihr Ziel, auch in einer eher flachen, direkten Flugkurve. Okay, die haben ein krasses Grip-Profil und eine ganz leichte Kante an der Barrel Nose, also beim Übergang. Die können schon mal eure Flights ein bisschen mehr zerfressen als vielleicht andere Darts. Und womöglich jetzt vom Lieferumfang die eher einfachen Schäfte, auch mit den einfachen 180-Flights hinten drauf, ist vielleicht jetzt nicht jedermanns Ding. Aber ganz ehrlich, da spielt ja sowieso jeder sein bevorzugtes Setup. Und apropos bevorzugt, kannst auch gerne diesen Kanal abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und du Gefallen an solchen Reviews findest, denn es stehen noch 4 große Launches an, jetzt im Oktober und November, und da gibt es jede Menge geilen Scheiß. Ist wirklich so, da ist mit Sicherheit auch ein interessantes Produkt oder auch interessante Darts für dich mit dabei. Und wenn du das nicht verpassen willst, lass ein Abo da, drück gerne die Glocke. Ich zeige mich auch monatlich erkenntlich, denn es gibt immer wieder auch aktuelle Darts und Giveaways bei mir zu gewinnen. Und wenn es mit dem Gewinnen hier auf dem Kanal nicht klappt, naja, dann sage ich mal so als kleinen Tipp, vielleicht schon mal ein bisschen Geld beiseite legen oder eine Wunschliste für Weihnachten oder wenn du Glück hast, deinen Geburtstag jetzt in den nächsten Monaten anfertigen. Denn da kommen wirklich viele neue Sachen, viele interessante Produkte und Darts. Und das ist verlockend, das ist wirklich verlockend. Also bleibt dran. Ich freue mich, so wie ihr hoffentlich auch, aufs nächste Video. Tschüss, ciao, good Darts, euer Olli.